Ich hätte auch gerne einen Schnaps, aber so einen richtigen. Ja, ich nehme auch noch einen. Da gibt es ja noch so einen Lambrowski. Du willst Lambrusco? Lambrowski. Der ganz links ist auch gut. Ganz links ist der Beste. Ja. Ganz links ist der Beste. Das weiß ich nicht. Du bist ja für andere Sachen gewohnt. Du musst. Was trinkt man denn so als Filmemacher? Ja, ich habe Corona-Hilfen gekriegt, ich glaube 52 Millionen. Okay. Ja, damit kann ich gerade so meine Mitarbeiter bezahlen. Du hast die Rechnung noch nicht bezahlt. Welche Rechnung? Die ich dir geschrieben habe. Ist das richtiger? Okay. Ach ja, ach, 84 Millionen. Ja. Ja. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, du brauchst noch so 5 bis 10, damit du sicher sein kannst. Ja, aber nehmen wir jetzt mal an, wir würden jetzt keinen Film drehen. Würde ich dann auch Wasser von dir bekommen? Nee. Oh. Das ist der Jockel. Der Jockel ist Trinker vom Herzen. Das würde der niemals machen. Mhm. Jockel? Das ist so ein heimlicher Schnaps. Ne? Das wäre so, als würde er eine Tüte drehen. Man schmeckt den nicht. Wo nur Tabak drin ist. Ja, sehe ich auch so. Ja, ich habe dich echt gern, ne? Aber du hast deinen eigenen Aschenbecher. Hab ich. Barkeeper? Also das ist immer 6 Uhr morgens, ne? Das ist eine Sympathieflasche, ne? Das manchmal so, kommt was raus, manchmal nicht. Solange kein Wasser rauskommt, bin ich am Arsch. Also seitdem ich jetzt hier bin, fühle ich mich auch viel freier. Lass mal gucken. Fester Drück. So viel Sympathie hat die Flasche für dich. Fester Drück. Das ist wie bei der Geburt, Jochen. Das musst du doch wissen. Ja, genau. Ja, so. Ich kann schon den Kopf sehen. Problem ist, dass das dann nicht nachläuft. Ja, machst du ja was. Schön ist das, schön. Ist nachher natürlich alles in Ordnung. Ja, guck mal hier. Alter, das ist das Wasser. Wenn ich Schnaps sage, dann meine ich richtig Schnaps. Komisch, ich habe nach einem Schluck Bier und einem Schnaps schon voll einen Tee. Und dabei trinke ich nur Wasser. Ach, ja, ach, das, wenn ich Wasser trinke, ist meine Nasenlänge auch nicht ganz so groß. Was im Pornogeschäft total geil ist. Du musst das Zeug einfach fließen lassen. Du musst auch mal eins werden mit dem Scheiß. Weißt du, diese Flasche ist nicht nur da, um so rumzuhängen. Der Barkeeper ist eins mit dem ganzen Kram. Ich will kein Wasser haben, Alter. Das meine ich jetzt mal ganz unfilmlich hier. Das ist für Ausländer und AfDler und so. Die kriegen da ein bisschen Wasser. Das ist immer noch Wasser. Ja, und probier das mal, bitte. Probier das mal. Probier das einfach mal. Weißt du jetzt, was er meint? Gib mir bitte nicht das, sondern den anderen. Ach, warte, ich sehe. Nee. Wir können es auch nochmal anders machen. Pass auf. Es gibt ja mehrere Flaschen und eine Flasche davon ist falsch. Welche wird es sein? Rote Erbse, grüne Erbse. Ist es der Honk oder ist es die richtige Flasche? Wir werden sehen. Abwarten. Warte, ich muss mich erst warm machen. Eins werden mit der Kneipe, mit der Theke. Und dann? Mmh. Super, dann. Jetzt. Oh, geil. Glaubt, es schmeckt besser, ne? Seitdem ich das getrunken habe, ist mein Plug an den Zähnen auch weg. Auf dich, JJ. Ich glaube, den besten Barmann der Welt. Ja, was haben wir denn jetzt? Das waren jetzt. Mach nochmal 4 Striche. 5 geteilt. Na, also, das sind schon 140 Striche. 140 Striche, 140 Striche, was sind schon 140 Striche, 140! Sagen wir mal 10, Leute. Ist ja alles 1 Euro heute. Ja. Wann machst du den Job hier als Barkeeper? Ja, seit 10 Minuten. Und, gefällt dir das gut? Nee, überhaupt nicht. Echt nicht? Was willst du lieber machen? Beschissene Gäste, ey. Apropos, alle. Das ist nicht alle. Was ist das denn? Deckel auf Crusher? Schweine. Sind schon 140 Striche. 140 Striche. 140 Striche. Lockdown-Hooligan! 140!